Wir befinden uns am Rand der Gemeinde Mauer, ca. 20 Kilometer südöstlich von Heidelberg im Kraichgau. Dieser beschauliche Ort wurde durch eine wissenschaftliche Sensation weltberühmt. Vor etwa 600.000 Jahren haben sich hier nachweislich Urmenschen aufgehalten. Wo heute Mauer liegt, floss damals noch der Neckar. Weil er nur ein geringes Gefälle hatte, lagerte er viel Sand und Geröll in seiner Umgebung ab. Zum Teil bis zu einer Mächtigkeit von 45 Metern. Dieser Sand diente den Menschen seit dem 16. Jahrhundert als Baumaterial. Der Abbau nahm über die Jahrhunderte erhebliche Ausmaße an, auch in der Sandgrube Grafenrhein in Mauer. In den 1960er Jahren war der Sandabbau allerdings nicht mehr rentabel. Der Betrieb wurde eingestellt und die meisten Sandgruben im Zuge der Rekultivierung verfüllt. Doch vor 600.000 Jahren sah die Gegend um Mauer ganz anders aus. Die Urmenschen lebten hier zusammen mit vielen zum Teil exotischen Tieren. Sie teilten sich den Lebensraum am Fluss mit kleinen Gesellen wie Spitzmäusen oder Flughörnchen. Es gab aber auch gefährliche Tiere, vor denen die Urmenschen auf der Hut sein mussten, wie Elefanten, Säbelzahnkatzen oder Flusspferde. Besonders interessant für die frühen Europäer waren die großen Pferdeherden als Fleischlieferanten. Sie alle lebten damals während einer Warmzeit, die deutlich wärmer war als unsere heutige. Woher wissen wir das alles? Glücklicherweise wurden die Überreste vieler Lebewesen aus dieser Zeit schnell genug von Sediment zugedeckt und blieben so bis heute als Fossilien erhalten. Über 10.000 Fossilien von Klein- und Großsäugern, aber auch Pflanzen und Wirbellosen sind heute aus den Maurersanden bekannt. Die Tierwelt von damals gibt Auskunft über die frühe Landschaft und das Klima. Gleithörnchen und Rötelmäuse sind Indikatoren für lockere Baumbestände. Waldmäuse haben Waldränder bewohnt. Flusspferde zeigen an, dass die Winter sehr mild gewesen sein müssen, sodass der Neckar niemals zufror. Am 21. Oktober 1907 durchsiebte der Arbeiter Daniel Hartmann Sand aus tiefliegenden Schichten in der Grube Grafenrhein und fand einen Brocken aus verklebtem Sand und Steinen. Er erkannte gleich, dass es sich um ein Fossil handeln könnte. Die Gelehrten Hermann Klatsch und Otto Schötensack von der Universität Heidelberg hatten die Arbeiter im Erkennen von Fossilien geschult und sie gebeten, alle Fundstücke dieser Art sofort zu melden. Schötensack eilte noch am selben Tag zur Fundstelle und bestätigte den Verdacht. Daniel Hartmann hatte die ersten menschlichen Überreste in den Maurersanden gefunden. Einen Unterkiefer. Schötensack gab dem Urmenschen von Mauer auch seinen Namen, Homo heidelbergensis. Seine Veröffentlichung, Der Unterkiefer des Homo heidelbergensis aus den Sanden von Mauer bei Heidelberg, erschien bereits ein Jahr später, 1908. Was macht diesen Unterkiefer so besonders? Der Unterkiefer von Mauer war bei seinem Fund erst der dritte bekannte Nachweis eines menschlichen Vorfahren weltweit. Und noch heute ist er der älteste bekannte Europäer nördlich der Alpen. Diese Menschen zählten zu den ersten, die von Afrika aus den europäischen Kontinent besiedelten. Die Art Homo heidelbergensis entstand vor etwa 700.000 Jahren in Afrika. Nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft entwickelten wir moderne Menschen, Homo sapiens, uns vor etwa 315.000 Jahren aus eben diesen afrikanischen Vorfahren. Und aus dem europäischen Homo heidelbergensis wurde vor etwa 230.000 Jahren der Neandertaler. Damit ist die Art Homo heidelbergensis der letzte gemeinsame Vorfahre von Neandertalern und den modernen Menschen und stellt ein Bindeglied zu den noch älteren afrikanischen Vorfahren dar. Man bezeichnet den Homo heidelbergensis daher als einen Schlüsselfund der Menschheitsgeschichte. Angesichts der herausragenden Bedeutung des Unterkiefers von Mauer ist es ein großes Glück, dass ein Teil der ehemaligen Abbauwand noch heute erhalten ist. Bereits seit 1830 werden die Ablagerungen und ihre Fossilien in der Sandgrube Grafenrhein wissenschaftlich untersucht. Dadurch wurden wichtige Erkenntnisse über die Entwicklung der Lebewelt seit dem mittleren Pleistozän gewonnen.
Mikrofossilien und Pollenanalysen lassen Rückschlüsse auf die Klimaschwankungen während der letzten Kalt- und Warmzeiten zu. Aber die Erforschung der Maurersande ist noch lange nicht abgeschlossen. Für WissenschaftlerInnen aus den Geowissenschaften und der Archäologie verbergen sich hier noch unzählige Geheimnisse, bei deren Lüftung auch neue wissenschaftliche Methoden erstmals angewendet werden könnten. Das Verständnis von vergangenen Ökosystemen und ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit ist für uns heute, angesichts des Klimawandels und Artensterbens, unerlässlich. Noch heute ist die Sandgrube für interessierte Besucher zugänglich und in regelmäßigen Abständen wird die Wand vom Bewuchs befreit. Nicht nur, um die Sandschichten besser sichtbar zu machen, sondern auch, um ein einzigartiges Biotop für bedrohte Tierarten wie den Bienenfresser zu erhalten. In den vergangenen 20 Jahren sind zu Forschungszwecken etwa 140 Tonnen Sand aus der Fundschicht des Unterkiefers untersucht worden. Neben einigen Großsäugerresten gab es zahlreiche neue Funde kleinerer Säugetiere wie Nager, Insektenfresser oder Hasen. Besonders hervorzuheben sind die Funde von Makakenzähnen. Mit ihnen und dem Homo heidelbergensis sind aus der Fundstelle Grafenrhein nun schon zwei Primaten bekannt. Man darf gespannt sein, was diese Ablagerungen noch für Überraschungen bereithalten. Die Stiftung Urmensch von Mauer will deshalb Mittel bereitstellen, um Forschungs- und Bildungsprojekte rund um den Urmenschen zu fördern. Die Stifter, Dr. Cornelia Sussig und Dietrich Wegner, haben bereits zahlreiche Kooperationen mit kulturwissenschaftlichen Institutionen wie der Klimaarena in Sinsheim angestoßen. Das Präsidium und das Kuratorium der Stiftung setzen sich aus WissenschaftlerInnen der Archäologie, Paläontologie und Geologie zusammen. All dies bildet die Basis für ein weit vernetztes Vorhaben auf hohem wissenschaftlichen Niveau. Die vielfältigen Möglichkeiten der Metropolregion Rhein-Neckar sind eine Chance, den Standort Mauer in bereits bestehende und neue Projekte einzubinden. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Öffentlichkeitsarbeit und Wissensvermittlung, um die Bevölkerung in den Prozess mit einzubeziehen. Die Stifter sind beseelt von der Idee, in Mauer ein Museum zu errichten. Seit über 15 Jahren besteht dieser Wunsch und der Verein Homo heidelbergensis von Mauer hat ihn bis heute am Leben erhalten. Der Verein ist es auch, der das urgeschichtliche Museum im Rathaus seit vielen Jahren ehrenamtlich pflegt. Unzählige Gäste aller Art haben dort die Lebewelt rund um den Urmenschen von Mauer kennengelernt. Doch wird das kleine, charmante Museum der urgeschichtlichen Bedeutung des Fundortes nicht mehr gerecht? Eine zentrale Forschungs- und Bildungseinrichtung würde nicht nur den ländlichen Raum stärken, sondern wäre in der Region auch eine Ergänzung zu den städtischen Standorten. Ob WissenschaftlerInnen mit einem konkreten Forschungsvorhaben oder interessierte Gäste aller Art, in Mauer soll jeder auf seine Kosten kommen. Dieses Ziel treibt die Stiftung Urmensch von Mauer an.